Das Nervensystem ist gestört, die Muskeln bauen sich ab. Die amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS, legt den Körper lahm. Die Krankheit ist zwar sehr selten, wenn sie auftritt, hat sie jedoch tödliche Folgen. Hinter der Abkürzung ALS verbirgt sich eine schwere Erkrankung des Nervensystems. Genauer gesagt ist bei der Krankheit eine bestimmte Gruppe von Nervenzellen betroffen. Sie sind im Gehirn und Rückenmark zu finden und steuern die Muskeln. Bei ALS werden die Motoneuronen zerstört. Das führt dazu, dass sie keine Impulse mehr an die Muskeln übertragen können. Es kommt zu unwillkürlichen Muskelzuckungen, einem Muskelschwund und zu einer Muskelschwäche in den Armen und Beinen, ebenso wie in der Atemmuskulatur. Häufig beginnt ALS mit einer einseitigen Muskellähmung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass Betroffene Schwierigkeiten haben, zu schreiben oder Dinge zu greifen. Beschwerden beim Schlucken und Sprechen können ebenfalls ein Indiz für die Krankheit sein. Die Sinne, also Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten, sind in der Regel nicht betroffen. Auch das Bewusstsein und das Denkvermögen sind bei den meisten Betroffenen nicht in Mitleidenschaft gezogen. Sie haben mit der Zeit aber immer mehr Schwierigkeiten, sich auszudrücken. Bei 5% aller ALS-Patientinnen und Patienten kann es zudem zu kognitiven Veränderungen und einer frontotemporalen Demenz kommen. Es handelt sich um eine schwerwiegende Krankheit, die tödlich verläuft. Im Durchschnitt haben Betroffene nach der Diagnose eine Lebenserwartung von 3 bis 5 Jahren. Es gibt jedoch auch Einzelfälle, bei denen Patienten 10 Jahre oder länger leben. Diese Patienten haben eine besondere Form von ALS, die sehr langsam verläuft. Ein prominentes Beispiel ist der Physiker Stephen Hawking, der über 50 Jahre mit der Diagnose ALS gelebt hat und erst im Jahr 2018 daran gestorben ist. Betroffene und Angehörige fragen sich häufig, was die Krankheit ALS auslöst. Forscher können diese Frage noch nicht abschließend beantworten, sie wissen aber bereits, dass die Krankheit zu einem gewissen Grad genetisch bedingt ist. Pro Jahr erkranken weltweit etwa 1 bis 2 von 100.000 Menschen an der Nervenkrankheit.